Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nicht von Andys Kinoblog, aber zu einem neuen Tech-Video. Ich wurde mal wieder getaggt und das Ganze vom Dave. Es geht hier um den Jahresrückblick 2013, den der liebe Marco alias das Filmgespenst ins Leben gerufen hat. Und wie ich schon sagte, wurde ich von Dave getaggt und ja, muss jetzt auch Rede und Antwort stehen zu diesem Tag. Und vielen Dank, lieber Dave, nochmal dafür, für das Vertrauen. Und am Ende des Tags habe ich natürlich auch zwei weitere, die getaggt werden sollen. Aber das verrate ich dann erst gleich. Ich würde einfach mal sagen, wir haben hier insgesamt 13 Fragen. Die habe ich mir auf einen Zettel drauf aufgeschrieben, weil ich habe die ja auch nicht alle so im Kopf. Und ja, legen wir wohl mal los, oder? So, ihr Lieben, die erste Frage war deine Einhaltung der Vorsätze 2012, 2013. Ja, das mit den Vorsätzen, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ich bin jemand, der Taten, ja, sprechen lässt und ich bin nicht so jemand, der viel redet und dann nichts tut, sondern ich bin ein Macher und ich habe mir vorgenommen für mich selber, dass ich 2012, 2013 ein bisschen was an meinem Lebensstil ändere, abnehme, auch es schon geschafft habe abzunehmen und Sport zu treiben, was ich jetzt auch wieder regelmäßig tue und damit auch meine Gesundheit ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil ich es unbedingt und absolut nötig habe oder hatte. Bin noch dabei und ich habe schon die ersten Erfolge, wie man ja auch sieht, hat man ja auch in den letzten Videos gesehen, dass ich ja doch ganz schön abgenommen habe. Und ja, das waren meine Vorsätze und diese Vorsätze möchte ich natürlich auch ins nächste Jahr mit reinnehmen. Ansonsten habe ich nicht so wirklich großartige Vorsätze. Bin da immer so ein bisschen mit vorsichtig mit dieser Umsetzung der Vorsätze. Ja, dann die zweite Frage. Wie war dein Jahr beruflich? Also das Jahr 2013 war das beste Jahr, was ich beruflich jemals hatte. Ich habe eine neue Arbeitsstelle, bin sehr erfolgreich in meiner Arbeitsstelle, weil ich auch eine führende Position habe. Im Einzelhandel ist das und ja, bin in einem sehr tollen Unternehmen, muss ich ganz klar sagen. In schwedischem Unternehmen mittlerweile angekommen und habe da sehr, sehr viele liebe, nette Kollegen, die ich nicht mehr missen möchte und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und mir geht's gut da, verdiene gutes Geld und ja, sonst könnte ich natürlich all meine Unboxings und all meine ganzen Geschichten hier nicht verwirklichen, meine Hobbys und so weiter und so fort. Also das berufliche Jahr 2013 war für mich absolut erfolgreich. Ja, die dritte Frage. Was waren deine enttäuschendsten Erlebnisse 2013? Gibt es eigentlich nicht wirklich viele. Außer, dass ich halt ein bisschen Stress mit einem Kumpel von mir hatte. Aber das ist halt passiert. Und worüber ich halt etwas enttäuscht bin, ist nicht so jetzt direkt hier in der Community, sondern so ein bisschen global bezogen. Ich bin enttäuscht über das Denken von manchen großen Politikern oder Weltherrschern, sage ich mal, Landesherrschern, dass es immer noch Krieg geben muss und Armut. Das enttäuscht mich eigentlich ziemlich sehr. Und da kann man aber leider so direkt als einzelne Person nichts machen. Ich weiß, ja, man kann immer was tun als Einzelner, ganz klar, aber es ist sehr, sehr schwierig geworden mittlerweile. Und auch da, das mit Nordkorea und Amerika, diese Phase war ja auch dieses Jahr sehr heiß mit Atomkrieg drohen und hier Gewalt, da Gewalt. Und darüber bin ich sehr enttäuscht. Also das finde ich nicht gut. Und da habe ich auch Angst vor, dass es irgendwann mal eskaliert zwischen irgendwelchen Staaten und das ist so ja die Sache, wo ich in diesem Jahr maßlos enttäuscht war von vielen Menschen, die eigentlich politisch oder politischen Führer, die doch ein leuchtendes Beispiel sein sollten. Natürlich war ich auch dieses Jahr sehr von der katholischen Kirche enttäuscht. Die hat mich sehr enttäuscht, was das Thema Thebats von Eltz oder wie der Typ da heißt, betroffen hat. Der Bischof da oder das Viehzeug da aus Limburg, der halt so einen Prunkpalast gebaut hat und die ganzen Kirchensteuern da verschwendet hat. Und da gab es natürlich auch sehr viele Kirchenaustritte durch diesen Vollidioten. Und ja, keine Ahnung, die Kirche sollte lieber den Alten und den Schwachen und den Kranken und den hungernden Leuten helfen, statt sowas zu machen. Aber leider ist das so und da war ich auch sehr enttäuscht von. So, was haben wir denn noch? Was sind deine Top 10 Filme, die du 2013 gesehen hast? Ach, sehr viele. Vom Hobbit angefangen bis zu The Walking Dead, Evil Dead. Also da gab es dieses Jahr wirklich gute, gute Filme. Für mich war dieses Jahr wirklich ein sehr großes Kino-Highlight-Jahr.
Es gab eigentlich keine schlechten Filme, finde ich persönlich nicht. Der eine oder andere Film mag bei dem einen oder anderen nicht gut angekommen sein, aber ich bin da immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich sehe das immer von einer anderen Sache. Ich finde, wenn ein Film mich persönlich unterhält und absolut meinen Geschmack getroffen hat, wie Man of Steel oder Evil Dead, es gibt da immer diese Gegner und diese Pro-Leute, der war übertrieben gut oder der war übertrieben schlecht, oder viele Leute reden immer viele gute Filme schlecht, wo ich gut finde, sag ich mal. Und ja, ist halt Geschmackssache, sage ich immer wieder. Für mich war eigentlich durch die komplette Bank 2013 gab es nur tolle Filme. Und wie gesagt, mein bester Film, den ich da so geguckt habe, war, wie gesagt, jetzt Hobbit, der zweite Teil. Dann natürlich Man of Steel, Evil Dead, Oblivion, Olympus Has Fallen. Da gab es ja noch so einen anderen mit dem Weißen Haus. Ich komme jetzt gerade, White House Down, siehste. Keine Ahnung. Es gab sehr, sehr viele Filme. Kick-Ass 2, The Walking Dead. Was gab es noch? Keine Ahnung, Predator in 3D, also das waren so meine Lieblingsfilme, vor allen Dingen Star Trek 1 und 2, beziehungsweise The Dark Knight Veröffentlichungen von den verschiedenen Trilogien, beziehungsweise Editionen, das fand ich schon 2013 so die Highlights, und natürlich auch Wolverine und so weiter und so fort, also da gab es die ganze Bank komplett, ja, hoch und runter, was es für den Filmgeschmack gibt. Ja, was ist deine coolste VÖ des Jahres? Die coolste VÖ, zeige ich euch mal gerade, dafür muss ich die Kamera abmachen, ist der gute alte Predator in 3D. Und dafür tue ich euch einmal kurz zeigen, das ist der Kollege hier, die Head Edition, habe ich ja schon bereits ein Unboxing gemacht. Und das ist für mich 2013 die best und geilste VÖ. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Das ist für mich wirklich, jetzt tun wir die wieder auf den Ständer drauf, die Kamera. Entschuldigung für das Gewackel, das müsst ihr jetzt einfach mal aushalten. Musste ich euch jetzt nochmal zeigen. Und das war für mich die geilste VÖ 2013. Der bescheuertste Film, den du 2013 gesehen hast, gibt es eigentlich gar keinen bescheuerten. Es gibt nur einen Film, den ich absolut hasse wie die Pest, das ist 12 Monkeys. Und was ich auch nicht so gerne habe, das sind natürlich Komödien. Gehe ich persönlich nicht ins Kino, gibt nur ganz selten so. Am bescheuertsten für mich, den ich dieses Jahr nochmal gesehen habe, war Leg dich nicht mit Soan an. Aber ansonsten bin ich nicht so der Komödienfreak. Genauso wie Police Academy und den ganzen Mist. Also das, damit kann man mich gar nicht mehr. Das habe ich mir früher alles mal angeguckt. Gelacht drüber, aber ist nicht mehr mein Ding. Also das ist für mich gar nicht mehr relevant, diese ganzen Sachen. Ich mag die natürlich alle, die Filme, auch Police Academy, bitte nicht falsch verstehen, aber ja, ist halt leider nicht mehr so mein Genre, weil man kennt das halt auch alles schon. Ja, deine besten und oder dein bestes und dein schlechtestes Erlebnis auf YouTube, also mein oder Facebook. Mein bestes Erlebnis auf YouTube und auf Facebook ist erstmal so, dass ich jetzt in dem Bereich von 1000 Abonnenten mich bewege und dass ich sehr viele neue Leute kennen habe lernen dürfen, die durch die Com jetzt so zusammengewachsen sind. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und das gefällt mir auch immer noch gut. Und dass ich so viel Anklang auf meinen Kanal bekomme und auch, dass andere kleinere Kanäle mittlerweile jetzt auch schon dabei sind, größer zu werden, finde ich ganz, ganz toll. Und dass auch die Community momentan da sehr, sehr gut zusammenhält. Und viele nette Stunden, wie wir schon verbracht haben in Live-Hangouts, macht immer wieder Spaß und möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Meine schlechteste Erfahrung auf Facebook war so, ja, dieser Kindergarten, der vor einigen Monaten war, dass sich da Menschen mehr über, ja, ich sag mal, negative Sachen, die auf Facebook und so passieren, darüber aufregen und Anklang finden, statt über andere schöne Dinge. Was mir auch ganz, ganz krass aufgefallen ist, dass es halt auch gewisse Menschen gibt, die nur wirklich explizit darauf warten, bis irgendwas passiert und dann kommen irgendwelche Geschichten dann ins Laufen. Das war mir einfach zu krass und fand ich ein bisschen dämlich. Ich bin da auch so ein bisschen mit reingeraten, aber ich bin fürs nächste Mal absolut gewappnet und weiß, wie ich mich jetzt zu verhalten habe. Und diese ganze Haterwelle und das ganze
Gedöns da auf Facebook und YouTube, das war mir einfach dann viel zu viel mittlerweile. Oder ist mir dann zu viel geworden. Und da habe ich mich auch, wie einige mitbekommen haben, dann irgendwann zurückgezogen, weil mir das dann einfach auch zu blöd ist. Das ist für mich Kindergartenkram. Da habe ich überhaupt gar keine Zeit und gar keine Intensivität, mich damit auseinanderzusetzen. Habe ich auch keine Lust, will ich auch gar nicht. Ja, ansonsten, was auch noch blöd ist, leider Gottes, ist momentan diese ganze YouTube-Google-Scheiße da, die mir wirklich richtig auf den Wecker geht. Und da kann ich auch verstehen, dass der Andreas momentan überhaupt gar keinen Bock hat, Videos zum Beispiel zu machen, wie er auch gesagt hat in seinem Tag. Kann ich nachvollziehen. Ich mache aber trotzdem. Und möchte es auch weitermachen, weil ich meinen Kanal ja auch pflegen will. Und im Endeffekt können wir an dieser Fusion da mit Google und YouTube nichts ändern. Es ist, wie es ist. Man muss halt nehmen oder man muss halt die Plattform wechseln und erstmal das Beste hoffen. Mal sehen, wie es wird. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend und geht mir auch auf den Wecker, muss ich ganz klar sagen. Ja, deine Top 7 YouTuber des Jahres. Also für mich, ich möchte da jetzt auch gar keine YouTuber nennen, weil dann sind vielleicht die YouTuber enttäuscht, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich habe mehrere tolle Freundschaften auf jeden Fall durch YouTube bekommen. Das ist auf jeden Fall der Ben, der Ali. Die gehören für mich ganz wichtig, genauso wie auch der Marco dazu gehört oder die Jenny, der Andreas, sind für mich ganz wichtige Leute. Aber das sind für mich jetzt nicht unbedingt die Top-YouTuber, sondern ich sehe die mittlerweile mit einem oder aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, weil das YouTube ist natürlich irgendwo Showbusiness und so. Für mich sind die Menschen da viel, viel wichtiger. Ansonsten gibt es ganz tolle YouTube-Kanäle, kleine Kanäle, große Kanäle, die ihr Ding super durchziehen. Und wie gesagt, ich kann da jetzt nicht sagen, wer Top-YouTuber ist, weil ich die ganzen Leute, mit denen ich mich mit YouTube befasse, eigentlich fast alle super geil sind. Und das würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle aufzählen würde. Und ich möchte jetzt dadurch auch niemanden benachteiligen. Aber es ist für mich auf jeden Fall eine tolle und eine große Ehre, dass ich viele YouTuber kennen habe, lernen dürfen und auch in diese Filmcom mit reingerutscht bin. Und ich bin herzlichst aufgenommen worden und ich fühle mich wohl in der Filmcom. Ist ein saucooler Haufen, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was das Jahr 2014 noch alles bringen wird. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich werde hier keine 7 YouTuber, besten YouTuber nennen. Das werde ich auf jeden Fall keinen Fall machen. Ja, die Entwicklung der Filmcom 2013, wie fandest du sie? Ja. Schwieriges Thema, habe ich ja eben schon mal angesprochen, war sehr turbulent. Die Entwicklung der Filmcom war soweit ganz in Ordnung für mich. Allerdings, wie gesagt, die ganze Streitereien, die dann in Mitte von dem Jahr waren, Anfang vom Jahr, war natürlich nicht so gut, aber hat im Endeffekt der Filmcom eigentlich nicht wirklich geschadet. Im Gegenteil, ich persönlich finde, es hat es sogar jetzt noch zusammengeschweißt. Und das Einzige, was mich halt nervt, ist halt die dauernde Weiterentwicklung oder Update-Geschichte von YouTube und Google. Also das ist natürlich, wie gesagt, ein absolut brennendes Thema. Nummer 10. Was erwarten die Zuschauer 2014 auf meinem Kanal? Ich habe mir jetzt für 2014 für meinen Kanal Andis Kinoblog nicht explizit irgendwas ausgedacht. Et kütt wie kütt, sagt der Kölner immer. Es kommt also, wie es kommt. Ich mache keine Versprechungen, die ich nachher nicht halten kann. Ihr wisst, ich bin ein Macher. Und das habe ich auch schon öfters gesagt, ich werde einfach meinem Stil und meiner Geschichte, solange die Kohle flüssig bleibt, weiterhin absolut treu bleiben. Werde meine Unboxings so machen, wie ihr sie jetzt gewohnt seid. Ich werde natürlich 2014 wieder mit Greenscreen arbeiten, aber da, wo meine Greenscreen normalerweise aufgebaut ist, steht jetzt meine große PA-Anlage für schon Silvester. Und so, das habe ich alles schon aufgebaut und deswegen mache ich jetzt erstmal so Videos ohne Greenscreen. Man muss auch nicht immer mit Greenscreen machen. Aber ansonsten wird 2014 ganz normal weiterlaufen, wie bisher auch. Und wenn sich was ändert, seid ihr die Ersten, die es erfahren werdet. Ja, worauf freust du dich besonders auf 2014? Ich freue mich, worauf ich mich freue, ist auf jeden Fall auf viele Videos von euch. Dass ihr gesund bleibt, da freue ich mich drüber. Dass ihr tolle Lebensereignisse habt, da freue ich mich drüber. Und dass die Filmcom weiter so macht, wie sie bleibt,
vielleicht noch etwas näher zusammenrückt, mehr Abonnenten bekommen und so weiter und so fort. Also nur das Positive für euch und für mich natürlich, ganz klar, ich freue mich auf alles, was euch freut und wenn man mit einer kleinen Blu-ray oder mit irgendwelchen kleinen Sachen Leute sich erfreuen, dann freue ich mich auch darüber. Man erfreut mich sogar schon damit, wenn man ein paar Witzchen macht und ich darüber lachen kann, das freue ich mich auf jeden Fall. Und ansonsten auf tolle Videos, wie gesagt, und auf eure Projekte, was dann noch alles so 2014 kommen wird. Ja, deine Vorsätze für 2014? Gar keine. Ich werde mir keine Vorsätze machen, weil ich möchte einfach mit meinem Grundsatz, den ich jetzt so habe, erstmal weitermachen, weiterhin abnehmen, gesünder leben, Sport machen und meinen Videos treu bleiben und keine großartigen Vorsätze, die man sowieso nachher nicht einhält. Let's live. Einfach weitermachen wie bisher. Cool mit coolen Leuten Hangouts machen, weiterhin mein Leben genießen mit meiner Freundin, mit meiner Familie, die ich über alles liebe. Und ja, Gesundheit ist da das Allerbeste. Da ist für mich, brauche ich keine Vorsätze. Solange man gesund bleibt und alles läuft, auch in der Familie, ist mir der Rest scheißegal. Ich brauche keine großen Konsumgüter, obwohl ich natürlich auch ein bekennender Konsument bin, ein Konsumkind bin, auf jeden Fall. Ich mag auch Konsum, aber es ist am allerwichtigsten, ein Dach über dem Kopf zu haben, warm, Strom, Familie, Liebe, Gesundheit, Geld. Alles wichtig, aber vor allen Dingen Gesundheit und Liebe mit der Familie. Ja, meine Weisheit für die Welt. Tja, schwierige Sache. Meine Weisheit für die Welt. Fickt öfters, denn Ficken entspannt und macht nicht so aggro. Wenn ihr Druck abgelassen habt, der aufgebaut worden ist, dann habt ihr wirklich die Mainstream-Welle erwischt. Und daher lasst euch nicht lumpen. Easy going. Mehr ficken und dann ist gut. Ja, das war's. Vielleicht hat euch meine Antwort ja gefallen, so zu diesem Tag. Und ich habe jetzt noch zwei weitere, die ich taggen möchte. Ich tagge einmal die Zeitzeugin Goody, die ich sehr, sehr gerne habe. Und den DVD-Fanet, den Andy, die tagge ich auch. Und das war's von meinem Jahresrückblick 2013. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, jetzt müsst ihr beiden Rede und Antwort stehen, liebe Goody und lieber Andy. Und ich hoffe, ihr macht das auch. Ich freue mich auf euren Tag. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal Dave und Marco für diesen fürs Taggen und natürlich für diesen Tag allgemein, den du ins Leben gerufen hast. Macht's gut, euer Andy von Andys Kinoblog und rutscht gut ins neue Jahr rein. Bis dann, haut rein, ciao und bleibt gesund. Tschüss.